So, kommen wir zu Anwendungsaufgaben der quadratischen Ergänzung, in unserem Fall jetzt zu verlängern und verkürzen. Bei diesen Anwendungsaufgaben brauchen wir die Flächeninhalte der ebenen Figuren. Wer die nicht mehr weiß, schaut sich bitte unter der Playlist der 6. Klasse die Videos zu Flächeninhalte von Dreieck, Trapez und so weiter nochmal an. Wir machen jetzt ein Beispiel zu Dreiecken. Und zwar ist ein gleichschenkliches Dreieck ABC gegeben, mit der Grundseite AB, die ist 6 cm und der Höhe MC, die ist 8 cm und wir sollen erst einmal dieses Dreieck zeichnen und seinen Flächeninhalt bestimmen. Gleichschenkliches Dreieck wissen wir ja, die Höhe schneidet in der Mitte der Grundseite. Wir können also die Grundseite mit 6 cm zeichnen, uns dann die Mitte messen, dort ist der Punkt M. Und von der Mitte aus eben senkrecht 8 cm nach oben zeichnen, dann ist hier der Punkt C und ich habe dieses Dreieck schon gezeichnet. Wir sollen auch noch den Flächeninhalt des Dreiecks berechnen. Der Flächeninhalt eines Dreiecks ist ja ein halb mal Grundlinie mal Höhe, also ein halb mal AB mal MC, ein halb mal 6 mal 8 und das wären 24 Quadratzentimeter. Das ist ja noch nichts Neues, doch jetzt kommen wir zu einer nächsten Aufgabe. Kürzt man die Höhe von C aus um x cm und verlängert die Seite AB von A und B um jeweils x cm, so entsteht ein neues Dreieck ANBNCN. Zeichne das Dreieck A1B1C1 für x gleich 2 cm in der Zeichnung. Welche Werte kann x annehmen? Das ist jetzt viel Text, aus diesem Grund ist es erst einmal wichtig, richtig zu lesen. Beginnen wir am Anfang. Verkürzt man die Höhe von C aus um x cm. Wir sollen also verkürzen, und zwar die Höhe von C aus, um x cm. In unserem Fall für die Zeichnung soll x, steht hier unten, 2 cm sein. Ich nehme also hier, verkürze das um 2 cm und habe hier meinen neuen Punkt C1. Wie geht es weiter? Verlängert man die Seite AB bei A und B jeweils um x cm. Also wir sollen verlängern die Seite AB, die untere, bei A und bei B um jeweils x cm. In unserem Fall natürlich wieder 2 cm. Ich gehe also 2 cm hier raus und 2 cm hier raus, habe meinen Punkt A1, B1. Und wenn ich das jetzt verbinde, dann habe ich mein neues Dreieck gefunden. Jetzt der zweite Teil, welche Werte kann x annehmen? X kann ja nur die Werte annehmen, solange hier ein Dreieck entsteht. Wenn ich diese Seiten hier bei A und B verlängere, dann kann ja immer und immer weiter ein Dreieck entstehen. Allerdings verkürze ich auch diese Seite von C aus. Und sobald die Seite so kurz ist, dass sie nur bei M ist, gibt es kein Dreieck mehr. Also, welche Werte kann x annehmen? Da sieht man sich immer die Seite an, die verkürzt wird. Und diese Seite, die verkürzt wird, muss natürlich noch größer als 0 sein. Wenn ich also die 8 cm nehme und hier eben die x cm, in unserem Fall die 2 cm, aber allgemein die x cm abziehe, dann muss das Ganze noch größer als 0 sein. Das kann man ja auflösen mit plus x, dann ist 8 größer als x. Oder x darf maximal 8 sein, aber 8 selber darf es nicht mehr sein, sonst sind wir ja bei m. Also x ist Element zwischen 0, 0 darf ich einsetzen, das heißt die Klammer 4, das ist dabei. Und wenn die Klammer außen ist, ist es nicht dabei, 8 darf ich eben nicht mehr einsetzen. Berechne den Flächeninhalt des Dreiecks ANBNCN in Abhängigkeit von x. So, den ursprünglichen Flächeninhalt haben wir ja ganz leicht berechnet, ein halb mal Grundlinie mal Höhe. Aber jetzt brauchen wir eine neue Grundlinie, eine neue Höhe. Schauen wir uns die alte Grundseite an, nämlich die Länge der Strecke AB war 6 cm. Was passiert mit der Länge der Strecke AB? Sie wird jeweils von der Seite von A aus und B aus um x cm verlängert. Ich habe also eine neue Länge ANBN. Die ist 6 plus x plus x. In unserem Beispiel natürlich 6 plus 2 plus 2 wären 10 cm, aber allgemein 6 plus x plus x und das wären 6 plus 2 x cm. Schauen wir uns die Höhe an. Die Höhe ursprünglich, CM, war ja 8 cm. Was passiert mit der Höhe neu?
Ich habe die 8 cm und ziehe eben die x cm ab. Dann habe ich eine neue Höhe, 8 minus x cm. Und jetzt kann ich die neue Höhe und die neue Grundseite verwenden, um einen Flächeninhalt aufzustellen. Der Flächeninhalt ist ja 1/2 mal Grundseite mal Höhe. Also 1/2 mal x plus 2x, Klammer nicht vergessen, mal 8 minus x. Und das Ganze sind natürlich dann Quadratzentimeter. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich multipliziere hier erst die 0,5 hinein und lasse die Klammer stehen, oder ich multipliziere diese beiden Klammern erst miteinander. Für das habe ich entschieden. Bitte auch die Bögen machen. 6 mal 8, 6 mal minus x und so weiter und so fort. Jetzt kann ich das zusammenfassen und ordnen. Dann habe ich minus 2x² plus 10x plus 48. Und jetzt kann ich noch die 0,5 hinein multiplizieren. Dann ist der Flächeninhalt in Abhängigkeit von x minus x² plus 5x plus 24 Quadratzentimeter. Und jetzt könnte ich hier für x gleich 2 einsetzen und würde den Flächeninhalt des blauen Dreiecks herausbekommen, ohne dass ich nochmal etwas dafür berechnen muss. Was uns jetzt noch interessiert ist, wann bekommt denn dieses Dreieck den maximalen Flächeninhalt? Und dazu haben wir die quadratische Ergänzung schon gelernt. Hier ist unsere Formel. Und diese Formel kann ich quadratisch ergänzen und dadurch weiß ich, wann dieser Flächeninhalt maximal wird. Ja, wie das geht, kennen wir ja. Minus ausklammern, dann habe ich minus x² minus 5x plus 24, das hier durch 2 teilen. Mit Plus und Minus Quadrat ergänzen, wissen wir ja alles schon. Und dann ist hier eben die binomische Formel. Das ist x minus 2,5, dann habe ich minus 2,5 zum Quadrat minus 24. 2,5 zum Quadrat ist 6,25. Und dann kann ich das noch zusammenfassen, das Minus rein multiplizieren. Und dann bekomme ich für den Flächeninhalt minus, Klammer auf, x minus 2,5 zum Quadrat plus 30,5. Jetzt weiß ich, ich bekomme den maximalen Flächeninhalt. Der ist 30,25, wenn ich für x 2,5 einsetze. Das heißt, würde ich jetzt eine Dreieck zeichnen, das ich von C aus minus 2,5 verkürze und von A und B aus um 2,5 verlängere, hat dieses Dreieck den maximalen Flächeninhalt und dieser Flächeninhalt wäre 30,25 Quadratzentimeter.